So, meine herzlich lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen. Das war übrigens kein Vibrator, keine Angst, sondern die VR-Controller. Ja, Leute, wir werden nämlich in diesem Part damit beginnen, unser erstes richtiges VR-Projekt zu starten. Und zwar, ihr seht es schon selbst, Half-Life Alyx. Ja, Leute, ich muss euch was gestehen. Und zwar ist es wirklich verdammt kompliziert, schwer, eigentlich auch relativ zeitaufwendig, dieses, oder nicht dieses, aber allgemein VR-Projekte aufzunehmen, weil Leute, ihr müsst einfach so viel vorher einstellen. Ich möchte es ja eigentlich so qualitativ hochwertig wie möglich für euch machen. Das wisst ihr ja selber. Ich habe ja vorher auch schon ein Part aufgenommen gehabt, den ich allerdings jetzt wieder löschen werde. Also noch ist er aktuell auf dem Kanal, aber wenn dieses Video jetzt hier auf dem Kanal erscheint, werde ich Faden verloren. Werde ich nämlich das alte Video löschen. Aus dem einfachen Grund, weil ich damals noch mit dem, was heißt damals, das ist vielleicht jetzt ein Monat her oder so. Damals habe ich halt noch mit dem VR-Mikrofon, was in dem VR-Headset integriert ist, aufgenommen. Bin aber nicht wirklich zufrieden gewesen mit der Qualität des Mikrofons. Deswegen habe ich mir nochmal ein separates Mikrofon extra bestellt. Was jetzt natürlich qualitativ hochwertiger ist. Es war natürlich auch ein bisschen preiswert, ne? Muss man dazu sagen. Also was heißt preiswert? Es ist halt ein bisschen teuer gewesen, aber gut, man will ja auch irgendwie qualitativ ein bisschen mithalten heutzutage. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt aber mit dem Projekt starten, weil, ja, für alle, die mich kennen, die wissen, dass ich Half-Life aktuell aufnehme, ein riesen Fan davon bin und irgendwo gehört ja auch Half-Life Alyx dazu. Es gibt natürlich theoretisch auch eine Mod für Half-Life Alyx, die es erlaubt, das Ganze in Non-VR zu erleben, aber ich habe mir so gedacht, erstmal macht VR Spaß, es ist mal was anderes. Auch vor allem für diesen Kanal und irgendwo gehört es ja auch dazu, finde ich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare unten schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht auch irgendwann mal die Non-VR-Version davon sehen wollt. Die ist zwar noch aktuell in der Entwicklung, ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon spielbar ist, aber wenn, dann werde ich auf jeden Fall mir das Ganze auch mal anschauen. Aber wie gesagt, Leute, wir haben jetzt einmal Half-Life 1 fertig, beziehungsweise die Trilogie. Wir haben 1 Opposing Force Blue Shift fertig. Wir haben auch Decay fertig. Das heißt, wir würden jetzt theoretisch mit der Half-Life 2-Reihe anfangen. Das heißt, Half-Life 2, Episode 1, Episode 2 und natürlich Half-Life Alyx, wie es jetzt hier halt der Fall ist. Ja, Leute, ich war eigentlich sehr unschlüssig, ob wir jetzt erst mit Half-Life 2 oder mit Half-Life Alyx weitermachen, weil mein kleiner Spoiler am Rande, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Spoiler ist, aber es ist halt vom Plot her eigentlich wichtig, theoretisch diesen Half-Life Alyx Teil zu spielen, weil Teil 2 und Teil 1 ist ja ein großer Zeitsprung und Half-Life Alyx spielt quasi zwischen den beiden Teilen. Das bedeutet, wir spielen jetzt in diesem Teil Alyx, die wir im zweiten Teil kennenlernen. Also für alle, die jetzt Half-Life 2 und so noch nicht kennen, wovon es wahrscheinlich nicht sonderlich viele geben wird, weil es ist dann natürlich eine relativ bekannte Reihe. Die dürften wissen, dass Alyx jetzt in dem Teil der Protagonist ist. Oder beziehungsweise die dürften diese Person allgemein schon kennen. Wenn nicht, Leute, ihr werdet es auf jeden Fall im zweiten Teil kennenlernen. Ich habe natürlich auch schon den zweiten Teil und die beiden Episoden fertig. Wir werden das, das habe ich aber, glaube ich, schon mal angekündigt irgendwann. Wir werden das ähnlich wie im Blue Shift, ach, im Blue Shift, sage ich schon, im Black Mesa Remake und im Blue Shift Remake machen, dass wir eine moderne Version spielen. Das heißt, wir werden eine remasterte Version mithilfe von Mods von Half-Life 2 und den beiden Episoden spielen. Ich bin eigentlich auch sehr begeistert davon. Das ist quasi so ein, ja, wie sagt man, Mod-Pack. Das heißt, wir spielen das Ganze mit der Cinematic-Mod 2013 und mit der M-Mod. Und für die M-Mod gibt es auch noch mal eine Mod, die, ich glaube, Project HL2 oder so heißt. Auf jeden Fall, ja, ihr werdet es auf jeden Fall selber sehen, Leute. Es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und dann gibt es halt noch mal zwischendurch 1000 Skins dazu und
Es sieht halt schon ziemlich modern aus. Man kann es eigentlich schon ziemlich gut mit Half-Life Alyx vergleichen vom Grafikstil her. Weil für alle, die Half-Life 2 kennen, die wissen, das ist von 2004. Es ist schon ziemlich alt. Man sieht schon einigermaßen an. Ich meine, es ist gut gealtert, so ist es nicht. Aber es ist halt schon. Man sieht das Alter schon irgendwo. Ne? So, aber Leute, zurück zu Half-Life Alyx. Das war jetzt halt nur so eine kleine Ankündigung für diesen Kanal. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass wir irgendwie Half-Life Alyx spielen und dann gar nicht mehr weitermachen. Ist nicht so. Ich würde erst gerne Half-Life Alyx jetzt beenden und dann mit Teil 2 weitermachen, beziehungsweise mit der gemoddeten Version. Für alle, die sich dann wundern werden, das werden vielleicht ein paar sein, falls ihr das sehen wolltet, ich werde das Half-Life 2-Projekt an der Stelle nicht Half-Life 2 nennen, sondern wahrscheinlich City 17, was dann nochmal so eine Hommage an Black Mesa ist, weil das offizielle Remake von Half-Life 1 heißt ja auch nicht Half-Life 1 Remake, sondern Black Mesa. Deswegen werde ich das ähnlich machen wie in diesem Teil, dass wir dann City 17 das ganze Projekt nennen. Aber ich werde dann natürlich in Klammern nochmal dahin schreiben, wahrscheinlich Half-Life 2 Remastered oder Mod Remaster, Mod Remake, irgendwie sowas werde ich auf jeden Fall. Also ihr werdet es schon selber sehen. Ja, zurück zum Thema. Ich bin mir, wie gesagt, unsicher gewesen, ob ich mit Half-Life Alyx oder mit Half-Life 2 starten soll, aber ich habe mich dann nachher für Half-Life Alyx entschieden, weil, wie gesagt, Half-Life Alyx spielt zwischen Teil 1 und Teil 2 und ja, zeigt quasi die Zeitperiode zwischen den beiden Teilen und die Geschehnisse aus Alyx ihrer Sicht, die halt auch schon in City 17 ja, angekommen ist, geboren ist. Na gut, geboren ist sie nicht, die ist ja in Black Mesa geboren, wie wir irgendwann mal erfahren werden. Aber auf jeden Fall werdet ihr die Sicht aus dieser Perspektive sehen. Wie gesagt, ich habe mich schwierig, also die Entscheidung war relativ schwierig für mich, weil das Ende von diesem Spiel ist wiederum wichtig für Episode 2. Was bedeutet, dass es dann wieder so ein kleiner Spoiler für Episode 2 wird, die dann, was dann quasi wieder zwei oder drei Teile später kommt. Also es ist ein bisschen paradox alles, aber sei es drum. So Leute, ich würde sagen, wir werden das ganze Projekt jetzt einfach mal starten. Ich muss hier also nicht wundern, wenn ich jetzt hier mal so ein paar Mal, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, auf meinen Desktop hier wechsle, weil ich hier halt sehen muss. Also das werdet ihr hier nicht sehen. Ich glaube hier so, ne? Okay, jetzt hat er den Trigger verloren. Den Motion Trigger, wie auch immer. Ich denke mal wegen dem Desktop. Weil ich halt ab und zu mal gucken muss, wie lange die Aufnahme geht. Die geht jetzt aktuell 8 Minuten. Weil da ich jetzt ein VR-Headset auf habe, das seht ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr keine Cam habt, sehe ich natürlich meinen Desktop nicht vor mir. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Das werde ich nämlich ab und zu mal machen, dass ich jetzt hier so meinen Desktop öffne, in-game. Das seht ihr aber nicht im Video. Braucht ihr auch nicht unbedingt, weil ist für euch eigentlich uninteressant. Aber Leute, wie gesagt, ich glaube, wir werden einfach mal starten. Und zwar mit einem neuen Spiel. Wer hätte das gedacht? Das hier sind die ganzen Speicherplätze. Die sind auch alle schon überlegt, wollte ich eigentlich sagen. Die sind schon alle belegt. Und ja, Leute, es gibt für dieses Game auch Mods. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich, wenn ihr Bock habt, oder wenn ich Bock habe, wenn ihr Bock habt, werden wir uns auch mal ein paar Mods für dieses Game anschauen, was sich in erster Linie meistens durch neue Maps spiegelt, aber auch durch neue Skins, wie zum Beispiel neue Waffen und so. Beziehungsweise Waffenskins eigentlich, um genau zu sein. Ne? Ja, falls ihr euch interessiert, was ich hier für eine VR-Brille habe, das ist die HP Reverb G2, um genau zu sein. Ist schon ein bisschen älter, ist auch preiswert, aber ich finde, für den Preis ist es schon ein ziemlich geiles Teil. Deswegen kann ich auch, ja, ein kleiner Nachteil ist, finde ich, man kann hier leider nur die drei Finger auf einmal nutzen. Man kann einmal den noch, also eigentlich kann man den Zeigefinger noch nutzen, aber das ist jetzt hier auch alle vier Finger und man kann den Daumen noch benutzen. Der ist leider nur so ein Button. Das heißt, den kann man nur so zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob ihr das genau seht, aber ich hoffe mal, weil das Field of View ist ja bei dem Desktop auch manchmal ein bisschen, ne? Aber genau, genug geredet. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich wollte natürlich für euch auch noch, wie gesagt, die bestmögliche Qualität haben. Das heißt, wir werden das Ganze einmal in 4K haben, in 60 FPS, ist klar.
Aber ich wollte auch noch versuchen, das ganze Field of View ein bisschen zu erhöhen, weil ihr seht es wahrscheinlich selber. Ich habe jetzt die Hände genau vor mir, aber ihr seht die wahrscheinlich so total nah vor euch. Das liegt daran, dass das Desktop leider nicht mit der VR-Brille, mit der Sicht halt übereinstimmt. Es gibt zwar ein paar Softwares dafür, Drittanwender-Softwares, die aber nicht wirklich hundertprozentig funktionieren mit dieser VR-Brille oder allgemein ein paar Bugs haben noch. Es gibt leider, also ich habe es wirklich versucht, eigentlich schon fast einen kompletten Tag versucht, dieses Field of View zu erhöhen für euch. Ich brauche es ja nicht, weil ich sehe ja eigentlich alles ganz gut, aber ihr seht es halt auf dem Bildschirm wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Aber ich, wie gesagt, Leute, ich habe es versucht. Ich bin gescheitert dran, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, weder bei Steam VR noch irgendwelchen halbwegs guten Softwares, dass man das Field of View ein bisschen erhöhen kann. Es geht theoretisch, nur das Problem ist, wie gesagt, dass da meistens Bugs entstehen, wie zum Beispiel, wenn man bei Steam VR direkt das Field of View ein bisschen erhöht, dann hat man hier so ein, auf der linken oder auf der rechten Seite, je nachdem, wie man es einstellt, immer so einen kleinen, so eine kleine Maske. Also nicht so eine, so eine richtige Maske, die man sich aufsetzt, sondern so eine, so ein Effekt, der so ein bisschen aussieht, als wenn man besoffen ist. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, oder wenn man zum Beispiel eine Software anwendet, die das eigentlich auch ganz gut theoretisch hinkriegt und das sogar stabilisiert, das Bild, dass das nicht so, ja, so schwummrig ist, so, sondern wirklich schön smooth ist, dann, entsteht so ein, so eine komische Letterbox, die man auch nicht ausschalten kann. Das will ich euch natürlich auch nicht antun. Aber gut. Ja, Leute, viele Informationen, aber gut, ist jetzt natürlich auch das erste VR-Video, deswegen möchte ich das eigentlich auch alles ganz gerne mal kurz erwähnt haben. Ja, wie gesagt, ich habe natürlich jetzt auch ein externes Mikrofon. Ich habe jetzt nicht da das Mikrofon aus der VR-Brille, sondern um genau zu sein, falls ihr es wissen wollt, falls es euch interessiert. Ich habe das Rode Wireless Go 2, glaube ich, heißt das. Ich glaube, Go 2 heißt es. Irgendwas mit Wireless 2 auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt nicht so gut wie mein richtiges Standmikrofon, was ihr auch in den anderen Videos sehen werdet. Aber ich glaube, für VR sollte es eigentlich reichen. Zumal es auch nicht sonderlich viele VR-Spiele gibt, die ich aufnehmen werde. Ein paar wird es natürlich geben, aber natürlich nicht sonderlich viele, weil es halt meistens auch kleine Games sind, die sich eigentlich nicht so lohnen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir spielen das Hauptspiel, also das Originalspiel. Add-on-Karten natürlich nicht, die werden wir uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, irgendwann mal in Zukunft anschauen. Es gibt insgesamt 11 Kapitel. Und wir fangen mit Kapitel 1 an, Verflechtung, was lustigerweise auch schon Kapitelname aus Teil 2 ist. Aber werdet ihr selber noch sehen. Schwierigkeitsgrad normal. Bewegung, fortlaufende Bewegung. Ja, ich glaube, das ist richtig. Waffenhand ist rechts. Entwicklerkommentare lassen wir aus. Wir müssen allerdings gleich nochmal kurz in die Option gehen, weil es hier eine Option nicht gibt, die ich aber nachher nochmal einstellen möchte. Dass man sich so smooth bewegen kann. Dann seht ihr das nämlich so, dass man sich so bewegt, weil standardmäßig ist es so eingestellt, dass man immer nur so sich in Etappen drehen kann. Aber werdet ihr gleich sehen, was ich meine. So Leute, wir starten mit dem Ding und es geht endlich los. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gelabert haben. Ich glaube schon mindestens 15 Minuten bestimmt. Aber wie gesagt, Leute, es ist das erste VR-Video. Es ist mir schon wichtig gewesen, dass ihr mal so eine Information habt. Aber gut. Was tut man nicht alles für die Community? Und da wären wir. Es sind 5 Jahre vor dem Zusammenbruch der Zitadelle und dem Tod von Eli Vance. Spoiler! Subjekt Alex Vance, Alter 19, Geschlecht weiblich, wer hätte das gedacht, Zugehörigkeit menschlicher Widerstand, aktueller Auftrag, Aufklärung. Ja Leute, für alle, die die Story nicht kennen, in Half-Life 1, also ich erwähne es eigentlich in so ziemlich jedem Teil, jedem Projekt am Anfang. Schaut euch die anderen Projekte an, weil die sind eigentlich alle parallel miteinander verknüpft von der Story her. Ich hoffe, by the way, dass es nicht zu laut ist jetzt. Muss mal ganz kurz gucken, ob das von der Lautstärke. Müsste aber eigentlich passen, glaube ich, von der Lautstärke her. Wenn nicht, tut es mir leid, weil es ist relativ laut gerade.
Und ja, Leute, wir hatten ja im ersten Teil noch den Portalsturm mit den ganzen Außerirdischen. Und da gibt's auch die netten Combine, die jetzt die Erde, komplette Erde hier, die ihr hier seht, wer hätte das gedacht, in 7 Stunden erobert hat. Das heißt, die Menschheit wird unterdrückt. Die haben hier so eine riesige, schöne Zitadelle aufgebaut, die gar nicht mal so klein ist. Alter. Ist aber wirklich groß. Ja, aber so viel dazu. Ja, und wir sind... Es gibt natürlich einen Widerstand, wer hätte das gedacht. Ja. So, Leute, da wären wir. Haben ja auch ein schönes Radio. Das Coole an dem Spiel ist einfach, dass man wirklich mit sehr vieles interagieren kann. Kam das jetzt vom Radio oder wo kam diese Roboterstimme her? Regt euch dieses Lied gut ein. Das werden wir nochmal in Teil 2 hören. Achso. Muss ich anscheinend. Ich dachte, man könnte es so runterballern, aber nein. Ja, wie gesagt, Leute, man kann mit so vielen Sachen interagieren, dass man interagiert mit der Welt quasi. Es ist echt cool. Aber was ich halt an VR immer so ein bisschen schwer finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr das selber gemerkt habt, mal wenn ihr VR spielen solltet, dass man manche Sachen... ja, wenn man zum Beispiel so ein Schwert hat oder so, dass die Sachen so... sich so extrem schwer anfühlen, dass das so alles so hinterherhängt, dass man so wirklich gar keine richtige Kontrolle hat. Dass man quasi mit der Hand eigentlich schon hier ist, aber die Hand virtuell ist gerade erst hier. Das ist schwierig. Naja. Aber kann man nicht ändern. Gut, dann würde ich sagen... Ah ne, warte, was ich euch mal zeigen wollte noch. Ich glaube, hier drauf war das. Das hier ist nämlich das Zeichen... der Combine. Ich weiß gar nicht, ob... Ich versuche es immer so weit wie möglich wegzuhalten, damit ihr das auch wirklich sehen solltet. Das ist halt, wie gesagt, das Zeichen der Combine. Und ihr seht schon selber, es gibt halt solche Rationen, solche Nahrungsrationen immer. Was auch nochmal so ein Anzeichen dafür ist, dass wir hier ein bisschen unterdrückt werden wahrscheinlich. Kalorienpaste. Ja, und ihr seht schon selber hier überall diese... Tafeln von wegen Unterdrückung und Informationstafeln und da unten ist glaube ich schon ein Metrocop gewesen, hat man glaube ich, ich weiß gar nicht, seht ihr das? Ja. Das Coole ist auch, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, was das dominante Ei gerade ist, also das dominante Auge. Ich glaube auf der rechten Seite, das heißt theoretisch da, ich weiß gar nicht, muss ich mal im Video gucken. Also das ist jetzt auf jeden Fall das rechte Auge, das ist das linke Auge jetzt. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ja, die Metrocops sind noch keine richtigen Combine, das sind mehr so Leute, die beim Zivilschutz arbeiten. Das sind halt Leute, die Menschen halt, die, ich weiß gar nicht, wurden die schon richtig manipuliert, also so richtig mit Gehirnwäsche und so, ich glaube, die wurden noch gar nicht so verändert, ne? Also die Combine, das sind halt überwiegend Aliens, Außerirdische, die halt ihre unterdrückten Rassen ja, synthetisch modifizieren und so zu ihren eigenen Leuten machen quasi. Also so ähnlich wie in Mass Effect die Reaper. Hallo. Ah, Eli Vance. Unser Fati. Alex! Okay. How's it looking up there? It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never going to miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is all. What? What?
What is... Well, we'll look into it when we get back. What is this? Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Mm-hmm. Ja, Leute, ihr seht schon selber hier überall so Aufklärungszeug. Also wir sind hier wirklich so eine Person, die, ja, Aufklärung macht. Wer hätte das gedacht? Man kann hier wirklich richtig dran malen und alles. Das ist echt cool. Ja, das macht halt dieses Game so aus, finde ich. Einfach so dieses... Ich glaube, das machen zwar viele VR-Spiele, aber halt nicht so intensiv, dass man wirklich so mit der Welt so richtig interagieren kann. Dass man jetzt hier einfach so ein, ich sag mal, so eine Rakete natürlich so machen kann mit einem Fenster und so, ne? Nein, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch die Tür und haben ganz viel Spaß. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Ja. Was? Achso. Drück und halte die. Achso, was ich noch machen wollte, aber das, ihr seht, das ist schon automatisch eingestellt, sehe ich gerade. Also normalerweise würden wir uns jetzt nur in so Etappen immer drehen. Und nicht so smooth wie jetzt hier gerade. Aber anscheinend ist das noch von meinem vorigen Spielstand übernommen worden. So, um das Spielmenü ein- oder auszublenden. Dann machen wir das einmal, damit das weggeht. Dieses. Ne? Dieses Ding. Oh. Tja. Strider gibt's anscheinend auch noch. Und die werden mittlerweile sogar geritten. Interessant. Haben wir irgendwas Besonderes? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht, aber wenn man sich auch so dreht teilweise, Leute, das ist... Man wird da wirklich schwummrig. Das ist echt heftig, gerade so bei VR. Also man, ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich auf dem Bildschirm nicht und wenn ihr gerade so VR nicht kennt... Also VR ist halt wirklich nochmal ein komplett anderes Feeling. Wirklich komplett anders. Also das müsst ihr wirklich mal selber erlebt haben. Das ist... krank. So. Ja. Ich glaube, die netten Tierchen kennen wir auch noch, ne? Die Snarks. Aus Teil 1. Die Menschen. Nee, fleischfressenden Snarks. Kein Kaffee. Cute. Ja, aber eigentlich auch ziemlich gefährlich, ne? Hier haben wir noch mal so ein, ja, wie sagt man, Aufklärungsgerät. Kassetten. Was ist das? Könnten das Konzeptzeichnungen von Dork sein? Ich glaube ja, ne? Wenn man jetzt sich das Ding hier anschaut. Hier der Kopf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, den gab es nur am Ende von Ellie. Ich glaube, jetzt aktuell, also man muss sich vorstellen, das Ende, wie gesagt, das spielt ja nach Episode 2. Aber jetzt aktuell, das Ding, was wir jetzt machen, spielt zwischen Teil 1 und 2. Und ich glaube, da ist Dork noch gar nicht gebaut worden. Oder der ist im Bau, kann auch sein. Ist halt unser Robotergefährte, der mächtig ist, muss man dazu einfach mal sagen. So, wie lange haben wir denn schon aufgenommen? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz rein. 25 Minuten, ein paar Minütchen haben wir noch. Ja, hallo? Ja, ihr seht auch schon selber, hier ist alles auf Russisch. Wir sind halt in einer osteuropäischen Stadt, die halt City 17 benannt worden ist. Ah, okay. Oh, hallo.
Hallo? Alex, are we good? Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Hallo? Ja, die Scanner, die kennen wir ja auch noch. Hier die Metro-Cops. Und natürlich die Tauben. Die dürfen auch nicht fehlen. Ich glaube, viel mehr kann man jetzt hier auch nicht machen. Außer vielleicht. Moment. Passt leider nicht gut. Ach komm, scheiß drauf. Tschüss. Beatrice, Missing Cat, auch süß. Markus Käfer zu verfolgen, zu essen. Antwortet nicht auf Name. Naja. Und overfill the fabric. Naja. Wisst ihr Bescheid? Hallo. What up? Alex, over here. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Sometimes we have to see peace well. Zivilschutz. Keep your head down and be smart. Tun wir natürlich mal was für den Tierschutz. Ja, moin. Einfach durchgeflogen. Ja, fällt einfach durch. Perfekt. Ach. Jetzt. Okay. Jetzt fliegt es weg, anscheinend. Das Ungetüm der Lüfte. Report the Ward. Genau, die Vortigons, die gibt es auch noch. Die werden wir auch noch kennenlernen. Beziehungsweise eigentlich kennen wir die ja schon, aber in Teil 2 sind die natürlich Dieb, weil wir haben ja im ersten Teil noch, ne, den Unterdrücker der Vortigons getötet. Sie sind keine Sklaven mehr. Außer natürlich jetzt wieder, weil die Combine natürlich wieder alles versklaven. Also irgendwie haben die Vortigons so ein bisschen Pech, was das angeht. Ich würde es auch echt cool finden, wenn man die so zerschlagen könnte und dann könnte man die so als Waffe benutzen, so diese... Ne? Aber die gehen halt sofort kaputt. Sad. Was steht denn hier in der Zeitung? Sag mal. Portalsturm. Geht weiter. Ende der Combine-Invasion. Experten waren. Ihr könnt euch das mal gerne durchlesen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr das überhaupt lesen könnt. Also ich habe halt immer so ein bisschen Schiss, dass das Field of View quasi so ist. Aber ich glaube, so ganz extrem ist es nicht. Ach ja, und hier Dr. Wallace Breen, den kennen wir auch noch. Beziehungsweise werden wir kennenlernen. In Teil 2. Japan, unbekannt. State of the Market, nicht gut. Geschlossen. Ja, die Welt hat sich den Combine ergeben. Was steht hier hinten? Oh. Schickes Audio. Reality defined. Warte mal. Hä? Könnte passen, ne? Könnte passen. Da hat sich einer gegönnt. Huch.
Okay, ich glaube, da geht es nicht weiter. Wir können aber mal gucken, was da ist. Falls überhaupt noch was ist, weiß ich gar nicht. Kann man hier was drückt? Nö. Hört ihr das eigentlich, wenn das so vibriert? Ich glaube schon, ne? Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Stark. Stark, Alex. Stark. Oh, hallo. Oder auch nicht. Wie hast du die Tür aufgemacht? Da ist doch gar kein Türknopf. Knauf. Entschuldigung. Oh. Alter, die gönnen sich aber wirklich die... ja. Greifen will gelernt sein. Oh, ein Dropship. Ich glaube, die Entwickler hatten Spaß an Tauben hier in dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Was steht da hinten? Report the Wort wieder? Nee. Irgendwas in Rot. Ach, irgend so ein Symbol einfach. Huch. Jetzt habe ich hier fast schon den Fernsehempfang zerstört. Du störst ein bisschen. Geil. Eintreten, bitte. Oh. Das hört sich nicht gut an. Oh, hallo. Wait, live here. Wait. Don't shoot. Was ist, wenn ich mich habe? Oh, es hat gelaggt, Entschuldigung. Darf ich mal? Dad! Lol, was ist das? Ein Abbild von mir? Hey, wait, no! Autsch. Ladevorgang läuft. So, Leute, ich würde sagen, das sollte für den ersten Part erstmal reichen. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Muss mal wieder auf meinen Desktop gehen. 30 Minuten sind rum, 33 Minuten. Dann würde ich sagen, für den ersten Part sollte es erstmal reichen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Half-Life Alyx. Haut da rein.